Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Autos. Ich möchte gerne mit euch über Autos reden und über alle Sachen, die irgendwie mit Autos zu tun haben. Das kann sehr ernst sein auf der einen Seite, dass wir uns über Unfälle vielleicht unterhalten. Ich würde gerne mit dem einen oder anderen Autofetischisten sprechen, der sagt, es gibt nichts Geileres auf der Welt als ein Auto. Selbst eine Frau kann da nicht mithalten. Oder ich möchte auch gerne mit euch reden, so Geschichten im Umfeld von Autos oder was man im Auto alles machen kann. Oder man kann mit Autos ja auch auf diverse Parkplätze fahren. Ihr versteht schon, so an diesen Autobahnen. Raststätten oder Autobahnparkplätze und und da kann man ja auch gewisse Dinge erleben. Also Autogeschichten heißt das Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Gero ist der Erste, ein Mann, wie könnte es anders sein? 27 Jahre alt, guten Morgen. Hi Domian. Ja, hallo Gero. Ja, schön mal wieder mit dir zu sprechen. Ja, ich finde auch ganz toll, dass du da bist. Ja, zum Thema Autos. Klasse. Ja, erstmal soll ich dich ganz, ganz lieb von meiner Mutter aus Dänemark grüßen. Aus Dänemark? Ja, die hört dich nämlich, sie ist momentan im Urlaub, auch fast jede Nacht aus Dänemark. Das ist ja schrill, das ist ja toll. Ja. Grüße auch jetzt von meiner Stelle hier nach Dänemark. Ja, die ist ein ganz, ganz großer Fan von dir. Ja. Und du hast ihr Anfang des letzten Jahres sehr geholfen, so mit psychologischer Beratung. Da ist mein Vater gestorben und da hast du mit ihr telefoniert und sie war also sehr begeistert auch von deiner Art. Das ist schön zu hören. Das freut mich sehr. Also auch nochmal schöne Grüße dann an deine Mama. Jetzt zum Thema. Ja, Autos. So. Ja, also Autos sind für mich schon, man könnte beinahe so sagen, wie ein Partnerersatz. Also ich investiere in Autos unheimlich viel, bin eigentlich noch Student und wie das ja dann so ist, als Student kann man sich ja eigentlich kaum was richtig leisten. Was studierst du? Was Technisches? Nein, Geistliches. Was Geistiges? Ja, oder genau. Geistliches gar? Wie bitte? Was studierst du? Evangelische Theologie. Ich hatte es doch so im Ohr, was Geistliches sogar. Ja, genau. Evangelische Theologie, Herr Pastor in Spe. Ja, ganz genau. Ja, ich bin auch momentan im Examen und hoffe... der Herr Pastor ist Jack auf Autos. Absolut, das kannst du so sagen, Domian. Also ich habe, bevor ich dann ins Examen getreten bin, also fast jedes Wochenende wirklich fleißig nebenher geschuftet. Ja. Und muss sagen, dass also bald 90% davon eigentlich nur auf mein Auto draufgegangen ist. Also du hast ein Auto, nicht mehrere Autos? Ja, nee, also weiter reicht für beim Studenten dann leider doch noch nicht. Ist klar. Was für ein Auto hast du? Ich habe einen Opel Calibra, das ist so ein verrückter Sportwagen aus den Mitte der 90er Jahre. Ja, kenne ich. Kennst du? Ja, ich bin ja auch eher ein Autonarr, deswegen rede ich sehr gerne mit euch über das Thema, ja. Ja, ich war total verrückt immer schon danach und dann habe ich eben wirklich wahnsinnig gearbeitet und konnte mir das dann irgendwann auch leisten. Hast du dieses Auto damals neu gekauft? Nee, der wird ja leider ab 97 schon gar nicht mehr gebaut. Ich habe den also auch Gebrauch gekauft und habe dann auch richtig erstmal 2 Jahre lang dran abgezahlt und so, wie das dann eben so ist. Wie viel hast du hingeblättert oder hinblättern müssen? Oh, das war eine Menge. Wenn du das jetzt so umrechnen würdest, das war noch zu D-Mark-Zeiten sicherlich sowas bei 10.000 Euro. Also Studenten richtig viel Geld. Ne? So, und jetzt pumpst du, dieses Auto hast du nach wie vor. Und du pumpst alles in dieses Auto rein, was du an Kohle irgendwie locker machen kannst. Ja, es ist, ich bin eben auch so total verrückt. Also leider ist der Wagen inzwischen sehr reparaturanfällig. Und ich habe also letztes Jahr bei 3.000 DM da nur an Reparaturkosten reingesteckt. Mhm. Aber ich liebe dieses Auto, das ist irgendwie unglaublich. Und alle Leute sagen zu mir, du bist völlig irrational. Also Reparatur ist ja die eine Seite. Aber die andere Seite ist ja bei Autoliebhabern, dass sie auch eine ganze Menge Geld für den Nichtkenner in Schnickschnack investieren. Da ist dann irgendeine Stoßstange oder irgendwie eine neue Radkappe oder weiß ich was. Hast du auch so Sachen? Ja, klar. Also gute Felgen muss er natürlich haben. Gute Felgen. Muss alles prima aussehen. Welche Farbe hat er?
Das ist eine ganz besondere Farbe. Das kann man eigentlich gar nicht so beschreiben. Das ist ein grün-blau-Anthrazit. Wow. Das schimmert so. Wow. Nachts sieht es eher schwarz aus und wenn die Sonne so drauf scheint, schon beinahe wie violett. Und von innen schön ausgestattet, auch mit allen feinen Sachen, die es so gibt? Ja, also mit Bordcomputer und allem drum und dran. Also leider nur die Klimaanlage, dann schwitzt du im Sommer. Gero, wie viel Geld hast du denn in dieses Auto so im Laufe der Jahre investiert? Was hast du reingepumpt? Sagen wir mal, nehmen wir mal die Reparaturen, die normalen Reparaturen, wenn eine Batterie kaputt ist, so, lassen wir das mal raus. Einfach so für die Verschönerung des Autos. Ja, also das waren schon einige Tausende. Das kann ich mir jetzt gar nicht mehr so durch den Kopf gehen lassen. Also es ist eigentlich immer wieder, wenn man ein bisschen Geld hatte, rein damit. Ja, dann war entweder wieder mal eine Reparatur oder man hat irgendwas Schönes gemacht oder hat dran rumgeputzt oder. Was ist das Schönste? Was ist das Schönste an dem Auto für dich? Ja, eigentlich die Geschwindigkeit. Er hat ja nun sehr viel PS und die Form. Also für mich ist das ein unheimlicher Kick, auch wenn er auf Autobahnen bei 215 Spitze ist ja erst Ende. Wie viel PS hat er? 136. 136, ja. Das ist schon eine ganze Menge. Und also wenn du die dann wirklich rausholst und bei uns da in Ostwestfalen, da über die Autobahn 30, da ist ja meistens nichts los, wenn du das dann mal so richtig... Da rasen die Wahnsinnigen, ich weiß. Ja, kennst du die Strecke? Ich kenn die. Jetzt aber, hast du am Anfang gerade was gesagt, was nur gar nicht zu einem zukünftigen Pastor passt. Du hast gesagt, das Auto, ne, so in etwa, das Auto ist mir wichtiger als die Menschen. Ja, das kann man natürlich nicht sagen, aber ich hatte ein ziemlich scheiß Jahr eben, wie ich schon sagte, mein Vater ist Anfang letzten Jahres gestorben. Kurz darauf war meine Beziehung dann auch am Ende, 5 Wochen später. Und ich muss sagen, das Auto hat zunehmend dann also diese Rollen dann auch irgendwo übernommen, dass man also so sehr viel Liebe, vor allem die eben zu einer Partnerin dann eben da reingesteckt hat. Und aber, die kriegst du ja nicht zurück von dem Auto. Nee, das stimmt, aber es gibt mir irgendwo eine innere Befriedigung. Also, ist es so schlimm gewesen, dass du manchmal, wenn du traurig bist oder wenn du traurig warst, dich in das Auto gesetzt hast? Einfach nur rumgefahren bist? Ja, also gerne. Ich wohne direkt an der Autobahn in meinem Studienort und dann fährst du 5 Minuten bis auf der Autobahn, heizt ein paar Kilometer und kehrst dann wieder um. Das ist also super. Und dann geht's wirklich besser. Verrückt. Ist denn die Beziehung zu deiner Freundin wegen des Autos kaputt gegangen? Nein, das hatte damit gar nichts zu tun. Nee, also wenn ich dich damals gefragt hätte, als es die Freundin noch gab, du, Gero, musst dich jetzt entscheiden. Du musst dich entscheiden, die Freundin oder der Kalibra? Boah, du stellst dich auch vor Fragen. Er zögert. Ich werde wahnsinnig. Nein, der Herr Pastor zögert. Das gibt's ja gar nicht. Da hätte ich wahrscheinlich dann doch auf jeden Fall die Partnerin. Ja, aber jetzt, nachdem du Luft geholt hast, ne, und kräftig nachgedacht hast. Ja, ich sag immer, Autos sind treuer. Ich dachte, das käme jetzt aus der Pistole geschossen. Nein, natürlich meine Freundin. Ja, nee, also ich muss sagen, so viel Glück habe ich da noch nicht mit gehabt. Und im Allgemeinen habe ich also die Autos, die waren mir treuer. Und die können auch keine Widerworte geben. Mit denen muss man nicht diskutieren, groß. Nee, ganz genau. Die müssen auch regelmäßig Inspektionen, dann werden sie schön gepflegt und so. War die Freundin ein bisschen eifersüchtig auf das Auto manchmal? Eigentlich im Gegenteil, genau. Ach, sie saß auch gerne drin und ließ sich stolz herumfahren. Oh ja, das kommt ja auch ziemlich cool an, so der Wagen fällt ja schon auf. Man kann natürlich bei Frauen auch groß Eindruck schinden mit geilen Autos, ne? Ja, das ist aber selten, in meiner Erfahrung eher selten. Na. Das sind eher so die Teenies, die nicht mehr ganz so mein Jahrgang sind. Wie viel Zeit verbringst du denn, oder hast du verbracht, verbringst du mit diesem Auto? Ja, momentan habe ich natürlich wenig Zeit im Examen. Aber wenn ich Zeit hatte, also so gut wie alle Freizeit eben. Ja. Und ja, also das, was eben auch so drin war, neben Arbeiten und Studium. Was kommt denn nach, ich meine, ich muss mal einen ganz, ganz schlimmen Gedanken aussprechen. Was kommt nach dem Kalibra, wenn er mal irgendwann nicht mehr ist? Ja, du, das ist auch eine Frage. Also mir sagen ja immer schon meine Freunde, das Ding muss weg, das frisst dich mit Reparaturen auf und so. Aber ich möchte es mir momentan noch gar nicht vorstellen. Träume von so einem kleinen Dreier-BMW, das wäre so ein würdiger Nachfolger. Ja, aber ist das nicht ein bisschen pupelig? Auch wenn du den schön auch so aufgemotzt hast, so nicht so ein 316er, so ein 320er mit 6 Zylindern oder so. Aber das wollen wir jetzt gar nicht weiter besprechen, denn das macht man nicht, solange die alte Liebe noch da ist, reden wir nicht über die neue Liebe. Nein, auf keinen Fall.
Gero. Ich habe ein schlimmes Erlebnis gehabt mit dem Auto. Wo du das gerade sagst, fiel mir ein. Das ist jetzt fast 2 Jahre wieder her, dass ich den Vorfahren davor, das ältere Modell des Calibras, platt gefahren habe, ohne dass ich dazu was konnte. Da ist mir kurz vor Hamburg hinten rechts in voller Fahrt der Reifen geplatzt. Böse. Sag ich dir. Also man kann, es ist die Schattenseiten dann meiner Autoliebe, einfach so wollte ich so gern Dänemark fahren, ohne groß ein Ziel zu haben, aber war auch keinen Grund festgestellt, wo was auf der Fahrbahn gelegen oder so. Aber es ist dir nichts passiert? Aber ganz knapp. Also der Polizist sagte, wenn es den Vorderreifen getroffen hätte, wäre ich sofort tot gewesen, hätte der sich überschlagen. Das ist die Kehrseite des Autospaßes. Ja. Ne? Das, ja, ganz genau. Also, das muss man ja immer bedenken, das ist das gefährlichste Verkehrsmittel, was es gibt. Naja, Tausende von Menschen sterben jedes Jahr auf den Straßen. Absolut. Ja, der hat sich dann ein paar Mal um sich selbst gedreht und ist mit der Fahrerseite in die Leitplanke rein. Und also das vergesse ich wiederum auch nicht. Und das hat mir so ein bisschen den Spaß auch an meinem Auto genommen, dass du eben immer wieder diese Bilder vor Augen hast. Da habe ich da gerade nicht so viel von gemerkt bei unserem anfänglichen Gespräch. Nee, aber das ist schon was anderes. Wenn du jetzt 215 fährst, ist das vorher. Ja, ja. Also, das war Gero, zukünftiger Pastor und absoluter Autoliebhaber und fährt einen Calibra. Ich danke fürs Gespräch. Ja, gerne. Und auf das dir nie was Sendung, passiert. Domian, das wollte ich dir auch nochmal sagen. Dankeschön. Gerade wenn die Themen ernster sind, finde ich als angehender Seelsorger häufig ganz super, wie du das machst. Und danke dir sehr herzlich. Ja, kann ich nur loben. Alles Gute. Ciao, Domian. Tschüss. Thema Autos, Geschichten rund um das Auto. Wenn ihr mir etwas erzählen wollt, was ihr mit Autos erlebt habt, etwas Schönes, etwas Schräges, etwas Erotisches. Wenn ihr ein großer Autoliebhaber seid, wenn ein Auto vielleicht auch ein großes Unglück in eurem Leben ausgelöst hat. Was auch immer. Es gibt ganz viele Ereignisse und Begebenheiten und Geschichten um das Automobil herum. Dann ruft mich an, wenn ihr mir davon erzählen wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Jetzt ist Stefan hier. Stefan ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Stefan. Ja, Auto, Autos. Autos, ja. Ja, ich kann nur zu den Vorgänger sagen, ich war früher genauso ein Verrückter. Ja? Ganz ehrlich. Das hat sich aber schlagartig geändert, sag ich mal. Das war am 16.06.99. Da habe ich mir, ich sag mal, ein Vierteljahr vorher meinen großen Traum erfüllt und habe mit diesem großen Traum auch gleichzeitig einen Albtraum bekommen. Also, was war der große Traum? Der große Traum war damals ein BMW, das war ein 535i, so richtig mit ordentlich Dampf. Der hatte dann auch noch so ein bisschen was dran gemacht, das waren 240 PS und solche Sachen, also ein richtiger Hammer. Ja, und da hat sich meine Frau dann mit tot gefahren. Mit genau diesem Auto? Mit genau dem Auto, ja. Warst du dabei während des Unfalls? Nein, ich habe damals, genau wie jetzt auch schon, LKW in Nachtschicht gefahren. Ich höre es auch, du bist irgendwie auf der Straße, ne? Ich bin jetzt gerade auf dem Parkplatz. Ja, aber im Hintergrund hört man eine Autobahn rauschen, ne? Nö, rauschen eigentlich nicht. Ich habe den Motor noch laufen. Ach so, dann ist es das. Ja, dann ist er jetzt aus. Ja. So, wie gesagt, ich habe damals schon eine Nachtschicht gefahren. Mhm. Und dann sagte sie dann, ich weiß gar nicht mehr, war es ein Mittwoch oder Donnerstag, ich kann es nicht mehr genau sagen. Jedenfalls sagte sie dann, Mensch, ich will nochmal eben einkaufen. Ja. Kann ich eben den Großen mitnehmen? Ja. Weil sie hatte selber auch eins. Ich fahre mal eben mit dem Großen, sage ich dann. Ich sage, du weißt ja so bei 2, 2:30 sowas musst du wieder da sein, muss ich wieder zur Schicht. Mhm. Ja, weil ich musste sowieso zu Hause bleiben wegen unserem Kind. Mhm. Und dann ist sie los. Das wurde dann 1:30, 2:00, dann rief ich sie an. Ich sage, du sagst, wie sieht's denn aus? Wann bist du denn ungefähr wieder da? Ich sage, mein Kollege hat schon angerufen, wir können wechseln. Mhm. Sagt sie, ich will nur noch eben tanken. Mhm. Und dann, so 20 Minuten bin ich da. Ja. Gut, okay. Ja, das wurden 20 Minuten. Das wurde eine halbe Stunde. Ja. Ja, man klingelte dann das Telefon bei mir. Da war die Polizei dran. Mhm. Ich kenne bei uns in der Gegend die meisten Polizisten persönlich sehr gut, weil ich habe auch viel in der Familie davon. Ja. Was ist denn genau passiert? Sie ist gegen einen Baum gefahren. Weil sie zu schnell gefahren ist? Das kann keiner so genau sagen. Das weiß keiner. Gegen den Baum gefahren und war sofort tot? Ja, ja, definitiv. Der Wagen war in der Mitte zerrissen, der Motor lag 80 Meter weiter am Feld. Aber da muss sie doch eine enorme Geschwindigkeit gehabt haben. Ja, also der Polizist sagte zu mir, also er sagte, Stefan, sagte, die ist wenigstens 190 gefahren. Boah, auf der Landstraße. Mhm.
War also sie denn? Ich weiß nur so viel, dass da irgendwie was mit einem anderen Auto war noch dabei und das. Das war aber weg, das Auto. Irgendwie hinterher wollte hinter dem oder was und. Sie wollte hinter dem anderen Auto her? Ja, was ich eigentlich auch immer zu ihr gesagt habe. Ich sage, lass diese Spielereien sein, sage ich. Der macht zwar viel mit und du kannst da auch viele Spielereien mit machen, sage ich, aber. Dieses andere Auto war aber weg. Das war natürlicherweise weg, ja. War deine Frau eigentlich eine gute Autofahrerin? Ja, das ist schwer zu sagen. Sie fuhr ja erst 1,5 Jahre. Mhm. So, und jetzt, was heißt gut in Anführungsstrichen? Ich meine, wer von uns fährt schon gut? Also, na gut, es gibt Unterschiede, dass man das Gefühl hat, da ist ein sicherer Fahrer, der kann mit dem Fahrzeug umgehen. Und ich sitze manchmal in Autos, wo ich denke, oh Gott, hoffentlich bin ich bald wieder raus. Als selbst Autofahrer kriegt man das ja mit, ne? Ob der andere das kann. Ja, nee, so war sie eigentlich nicht, nein. Jetzt war dieses Auto, dieser BMW, dieses Geschoss, war dein Traum. Hast wahrscheinlich auch viel Kohle hingeblättert dafür. Ich bin heute hochverschuldet, ja. Ja, wie teuer war das Auto damals? Der hat damals gekostet, wo ich den gekauft habe, knapp 30.000 Mark. Mhm. So, jetzt hat dieses Auto, was dein Traum war, dir so ein ungeheures Unglück beschert. Ja. Mir und meinem Sohn, ja. Dir und deinem Sohn, natürlich, ja. Hattest du dein Denken über, nun bist du selbst auch noch LKW-Fahrer, aber dennoch, hat das dein Denken über Autos, über Autofahren verändert? Auf jeden Fall. Inwiefern? Ich war früher, muss ich ganz ehrlich sagen, wie auch schon der Vorgänger, also wo ich auch diesen Wagen damals dann hatte, also da durfte dann kein Staubkorn, es durfte auch nicht irgendwie im Auto dreckig oder was oder vielleicht geraucht oder so. Um Gottes Willen, das war ja, das bedeutet da ja Panik bei mir. Ja, also das hat sich heute total geändert, auch die Fahrweise an sich. Ich habe damals dann schon öfter mal auf der Autobahn mal eben gucken, ja, so mit 250 über die Bahn fliegen und so, das war schon mal ganz schön. Das ging ja auch alles ganz schnell. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du zuallererst sagst, die Fahrweise, weil die Fahrweise ist ja nun der Grund auch des Todes für deine Frau, dass du sagst. Richtig, die Fahrweise wollte ich drauf hinaus. Bist du jemand, der jetzt wirklich auch aufgrund dieses Schocks, den du erlebt hast, dass du auch viel vorsichtiger, besonnener fährst? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe damals, was ich eben schon sagte, mal eben auf die Bahn, mal eben Gas geben, das gibt's heute nicht mehr bei mir. Also, hast du wieder auch ein Privatauto? Fährst du ein Auto? Ja, sicher, klar, muss ich ja. Was für einen? Aus beruflichen Gründen. Ja, wieder ein BMW. Ne? Wieder ein BMW? Ja, aber nichts Besonderes. Es ist jetzt ein kleiner 520. Ne? Hast du? Der ist eigentlich nur dafür da, dass ich zur Arbeit hinkomme und wieder zurück und vielleicht ab und zu mit dem Kind losfahre oder so. Ansonsten. Überträgt sich dieses, was du jetzt da so gelernt hast durch das, was passiert ist, auch auf deinen Beruf, dass du als LKW-Fahrer auch vorsichtiger bist? Denn da erlebt man ja bisweilen auch krasse Sachen auf der Straße. Ja, so wie gerade eben lag wieder einer auf die Seite, ja. Ja, es ist schon so, dass man, ja, ich weiß nicht, ob ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich mit dem LKW umsichtiger oder vorsichtiger, nein, kann ich nicht sagen. Also da fahre ich nach wie vor genauso. Also mit dem LKW sage ich immer, man kann wohl irgendwie raudihaftig fahren oder so, aber das ist sowieso nicht meine Welt. Also ich sage mir immer, ich habe 40 Tonnen im Nacken und wenn da vor mir auf der Straße irgendwas passiert, dann komme ich nicht mehr zum Stehen. Deswegen fahre ich immer, ich sag mal, so vorausschauend wie irgend möglich und aber eben auch so schnell wie irgend möglich, weil wir eben, wie gesagt, eben nur unter Zeitdruck stehen. Ne? Aber das ist ja das Schlimme und das entschuldigt aber oftmals die Fahrweise nicht, auch wenn ihr unter Zeitdruck steht. Ne? Es gibt ja so ungeheuer schlimme vor. Sehe ich genauso. Also manche, man sagt ja immer Kollegen unter uns, ich sage immer, es gibt keine Kollegen, das sind zwangsweise zugefügte Arbeits, Mitbewerber, ne? Ja. Stefan, nochmal. Die fahren manchmal wirklich, also wie die Henker. Ja, wenn ich dann im Spiegel gucke und der ist dann so einen Meter auf mich drauf, weil er 1,5 km/h schneller ist wie ich, dann sage ich mir immer, mein Gott, Leute, sowas muss doch nicht sein. Ne? Ich weiß, was ich für ein Gefühl habe als Pkw-Fahrer, wenn der einen Meter hinter mir steht, ne? So ein Koloss. Aber das ist ein anderes Thema. Hast du diesen Kauf von diesem Traumauto, was du hattest, hast du das verflucht? Irgendwann hast du damals gedacht, hätte ich dieses Ding doch bloß nicht gekauft? Ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe hinterher gesagt, warum? Warum habe ich diese, in Anführungsstrichen, Karre gekauft? Mhm. Also, hätte ich das bloß nie getan, hätte ich das bloß nie gemacht. Ja. Warum habe ich den alten nicht behalten? Der war auch noch nicht schlecht, der hätte es auch noch getan. Nein, es musste dieses große Auto sein. Wie alt ist deine Frau geworden? 20. 20 Jahre alt. 20 Jahre alt. Und der Junge ist jetzt wie alt mittlerweile? Der wird jetzt 5. 5 Jahre alt. Mhm. Ja. Lieber Stefan, also, ich wünsche dir gute Fahrt. Wohin geht's heute noch? Oder was ist dein Ziel? Ich komme jetzt aus Kassel und muss nur noch nach Bremen hin und dann habe ich's. Wo befindest du dich gerade im Moment?
Ich bin jetzt irgendwo zwischen Göttingen und Hildesheim. Ah ja, gut. Dann wünsche ich gutes Ankommen, gute Fahrt noch. Und überhaupt gute Fahrt, auch in deinem Privaten, wenn du privat unterwegs bist. Selbst auch so. Und Dankeschön. Deine Sendung, wie gesagt, absolute Spitze. Ich höre sie jede Nacht. Danke dir. Alles Gute, Stefan. Bis dann. Tschüss. Jo, tschüss. Nun bin ich mal gespannt, ob das eine reine Männersendung wird. Es sieht im Moment noch so aus. Thema Autos. Marc, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Marc. Mein Auto. Dein Auto. Für mich im Prinzip das Wichtigste, was ich habe. Ist es so? Also es ist im Prinzip ziemlich klein. Es ist ein VW Polo. Ja. Aber an dem Polo ist im Prinzip alles umgebaut worden. Ja. Den habe ich vor 7 Jahren gekauft. Vor 7 Jahren schon? Vor 7 Jahren. Ist ein Baujahr 91. Wie, vor 7 Jahren? Du bist jetzt 21. Ja. Da warst du? Ja, da war ich 14. Genau. Da hast du dir ein Polo gekauft? Jetzt 14, 15 war ich da. Ja, da habe ich mir ein Polo gekauft. Das war ein Verbrannter war das. Der hatte einen Brandschaden. Und den habe ich dann wieder komplett wieder fertig gemacht. Wie, schon als Jugendlicher warst du so jeck? Obwohl du gar nicht Auto fahren durftest, hast du dir ein Auto gekauft? Ja, genau. Was haben denn die Eltern damals dazu gesagt? Ja, mein Vater war da total für. Ach so, der war auch, ist auch so ein bisschen... Mein Vater war total auch ein Autonarre. So, jetzt hast du als Bengel an diesem Auto rumgebastelt. Ja, mit meinem Vater zusammen. Mit dem Vater zusammen, hast aus diesem verbrannten Auto, Schrottauto mehr oder weniger, wieder ein Auto gebaut. Ein richtiges Auto gemacht. Und hast wahrscheinlich dem Tag entgegengefiebert, als du endlich deinen Führerschein hattest. Genau. um das Fahrzeug dann zu entjungfern. Genau. Ja? Einmal Jungfernfahrt. Ja. Und jetzt beschreib uns doch mal diesen super Polo, den du da hast. Also der ist... Also erst was unter Rohkarosse wieder aufgebaut worden. Ja. Und ist jetzt ja auch tiefer gelegt mit Breitreifen. Ja. Und komplette Sportauspuffanlage und ein anderer Motor, der normalerweise im Polo nie reingehört hat. Nämlich? Das ist jetzt ein 1,8 Liter GTI-Motor drin. Wow, wie viel PS? 136. Wow. Also das ist... Fliegst du da nicht weg mit dem Wagen? Wenn man zu viel Gas gibt, ja. Ja. Der hebt, der kommt gar nicht mehr so richtig. Tiefer gelegt. Ein irrer starker Motor drin. Genau. Welche Farbe? Das ist ein knalliges Orange. knalliges der Wagen, Orange. Der fällt auf. Ich stelle ihn mir auch so vor, dass er getönte Scheiben hat. Ja. Siehst du? Hab ich mir auch schon. Was ist noch markant an dem Auto? Die ganze Karosse, die wurde dann verbreitert, damit große Felgen drunter können. Ja. Und ist sehr tief gelegt worden. Also man muss schon genau hingucken, um zu erkennen, dass es ein Polo ist. Genau, da erkennt man nicht mehr viel von. Von innen wahrscheinlich auch ein sehr sportliches Lenkrad, wie ich dich kenne jetzt schon. Ja, genau. Und die Sitze sind auch nicht ohne. Das sind jetzt im Winter sind jetzt neue Sitze reingekommen aus dem Passat vom Baujahr 90, ja. 2000. Das sind beige Ledersitze. Also das Auto ist für mich ein und alles geworden. Wie viel Geld ist in diesem Auto? Es sind bei 15.000 D-Mark habe ich aufgehört zu zählen. Wie viel Zeit verbringst du mit dem Auto? 8 bis 10 Stunden täglich. Wie bitte? 8 bis 10? Gehst du nicht arbeiten? Nee, ich bin arbeitslos geworden und nun ist im Prinzip nur noch das Auto. Das heißt, du bastelst, du stehst morgens auf, frühstückst? Steh morgens auf, frühstücken und gleich ans Auto. Bei. Aber kann man denn immer, ist denn immer so viel zu tun in dem Auto oder machst du es? Im Auto, da geht, also der wird jetzt nur noch am Wochenende einmal gefahren. Und die ganze Woche über bastelst du rum? Die ganze Woche wird gebastelt. So ganz aktuell, was hast du heute gebastelt an dem Auto? Heute habe ich nochmal am Motor rumgeschraubt. Aber nur so ein bisschen geschraubt, oder hat es Sinn? Hat's eben auch alles nochmal sauber gemacht, ach so. Korrigiert, nochmal eingestellt. Achso, es muss alles blitzblank sein immer. Muss alles blitzblank sein, der Motor ist auch verchromt und lackiert. Das heißt, du kennst dich technisch auch gut aus damit? Ja, das habe ich alles, ich habe eine Lehre zum Kfz-Mechaniker gemacht. Ach so, also wirklicher Fachmann dann. Und viel von meinem Vater gelernt. Ja. Der hat mir alle so die Tipps und Tricks gezeigt. Jetzt hast du ja gerade schon mehrfach, also wirklich ganz klar gesagt, das ist das Ein und Alles für mich, das Auto. Ja. Daraus schließe ich jetzt messerscharf, dass du keine Freundin hast. Ich hatte eine Freundin. Und die Freundin ist hier laufen gegangen wegen? Nee, die ist mir nicht laufen gegangen. Die ist vor 2,5 Jahren mit meinem Vater zusammen auf der Autobahn verunglückt. Und nun hänge ich ziemlich an dem Auto, weil ich das auch mit meinem Vater zusammen aufgebaut habe. Mit meiner Freundin war ich. Moment, der Vater ist auch gestorben bei dem Unfall? Ja. Der Vater und die Freundin? Ja. Die waren zusammen hinter mir auf der Autobahn gewesen.
Und dann ist irgendwie das Auto von der Straße abgekommen und dann in die Leitplanken und überschlagen. Das war ein schlimmer Moment, war das. Ja, das kann man wohl sich vorstellen, wenn man Freundin und Vater verliert. Ja, das war ziemlich hart. Mhm. Und nun deswegen hänge ich auch ziemlich an dem Auto. Deine Mutter lebt aber noch. Die lebt noch. Ja. Und hast auch Kontakt mit ihr? Mehr oder weniger. Ja, also nicht so ganz doll. Nicht mehr so viel. Das heißt, nach diesem, wann war der Unfall? In welchem Jahr? Das war im Jahr, Anfang 2000 war das. Anfang 2000. Und kann das sein, dass du dich ja seitdem völlig zurückziehst auf dein Auto? Das mag so sein. Wie ist es mit Freunden? Hast du Freunde? Ja, so einen ganz großen Kollegenkreis. Ne? Achso, und das sind auch Autonarren? Das sind alles Autoverrückte. Triffst du dich mit denen auch schon mal und debattiert ihr über Autos oder macht ihr? Ja, so, im Prinzip sind es nur 2-3 Kollegen, die man richtig Kollegen nennen kann. Ja. Der Rest ist im Prinzip alles nur Konkurrenz. Der eine macht das, der andere macht das. An seinem Auto und ist somit Konkurrent. Ja, ist alles schon fast wieder Konkurrenz geworden. Also weil der seinen Golf besser tunt und dann ist es ein Konkurrent für dich. Ja, ist ein Konkurrent dann. Wenn der eine schon wieder schneller ist als der andere. Probiert ihr diese schnelle Fahne noch aus? Das probieren wir aus. Wir treffen uns am Wochenende. Mhm. Deswegen wird mein Auto fast nur noch am Wochenende gefahren. Ja. Und dann treffen wir uns irgendwo. Ja. Da wird schnell ein Treffpunkt abgemacht und dann wird die Straße erstmal geguckt, ob da überhaupt fahrbar ist, dass da nicht zu viel los ist, dann wird die Straße abgesperrt und dann wird auf 400 oder 500 Meter ein Sprint hingelegt. Wie, die Straße wird abgesperrt? Genau. Nee, wie, die Straße, ihr sperrt? Also da stellt sich ein Auto hin und dann kommt da keiner rein, das sind immer so abgelegene Straßen. Also das sind gut befahrbare, abgelegene Straßen. Kann man schon so einordnen unter illegale Autorennen, ne? Ja. Auf einer abgesperrten Straße? Genau. Das heißt, ihr gefährdet keine anderen Leute? Nee, das ist es. Das nicht. Aber weißt du mal... Ist nach 10 bis 15 Sekunden ist das schon wieder vorbei. Dann ist die ganze Sache wieder gegessen. Also es sind nie lange Strecken, es sind wirklich nur so ein... Es sind immer nur Kurzstrecken. Also quasi so Beschleunigungsstrecken? Es ist eine Beschleunigungsrennen. Also das Reine ist, wer ist schneller im Ziel als der andere. Also ist da schon mal was bei passiert? Bei den Sachen so im Prinzip noch gar nicht. Bloß... Meistens passiert immer was auf dem Rückweg oder so. Das ist gerade das Schlimme. Weil ihr dann so aufgeladen seid? Nee, die Fahrer gar nicht mal. So die dabei als zum Zuschauen gucken. Wer ist denn nun der Schnellere? Und die meinen dann, sie müssen auch im Schnell zurückfahren und so. Aber woher... Wenn, und da passiert meistens immer der Gründe. Wie viel sind das denn, die da zugucken? Wenn ihr das so spontan organisiert, könnt ihr das da gar nicht vorher großartig... Also es fing damals an mit 10 Leuten, ja. Da waren es ganz wenig. Jetzt sind schon an 30 bis 40. 30 bis 40. Ja, aber wie erfahren die das, dass ihr nun gerade an der Stelle das vorhabt zu machen? Das wird immer schnell übers Handy kurz geschlossen. Mhm. Und dann Pass auf, Marc. Bei allem Respekt und allem Verständnis für Autos und dass man verrückt danach sein kann, da hört bei mir wirklich das Verständnis und der Spaß auf. Wirklich? Ja, weißt du, und dann... Nee, was? Das kann ich verstehen. So. Das sind, und du, nee, lass mich sagen. Und du, der die Freundin und den Vater durch einen Autounfall verloren hat, der du am eigenen Leib erfahren hast, was für ein todbringendes Ding Auto auch ist, der macht so eine Scheiße. Und animiert letztendlich, du sagst selbst, dass ihr selbst fahrt vielleicht... präzise, weiß ich nicht, aber das ist ja auch immer so eine Sache, kann man auch diskutieren. Aber du sagst selbst, dass dadurch Unfälle ausgelöst werden, weil die Leute irgendwie verrückt danach sind und sich vielleicht auch ausprobieren wollen. Ja. Letztendlich trägst du damit auch eine Verantwortung und bist auch schuld daran. Das werde ich wohl sein. Warum machst du es denn dann? Das ist zur Sucht geworden. Ach, erzähl mir doch nichts. Mensch, wenn es um Menschenleben geht und wenn es da kann man dagegen angehen. Ja, da kann man gegen angehen. Das ist ja meistens immer so, wenn wir alle zusammen sind, dann passiert da nie was. Meistens immer, wenn der eine fährt nach Hause und dann sitzt er irgendwo im Graben. Mhm. Dann klingelt meistens auf sein Telefon, hier könnt ihr mich da und da rausziehen. Ja, das ist vielleicht in einer gewissen Weise spaßig, aber es kann eben auch ganz bitter ernst werden, das wie du selbst weißt. Dieser Unfall mit deinem Vater, wo dein Vater umgekommen ist und die Freundin, wer war da schuld? Was war schuld? Technischer Defekt. Mhm. So, das kann also alles immer passieren und die Geschwindigkeit tut das Ihrige dazu.
Genau. Mhm. Ich glaube, du, wenn du sagst Sucht, na klar, aber man kann sich auch in so eine Sucht reinfallen lassen und man kann auch etwas dagegen unternehmen. Und wenn du sagst, dass du nur noch fixiert bist auf das Auto, ist doch Banane, Mensch. Also das Auto ist für mich das Einzige geworden, was ich jetzt noch im Prinzip noch habe. Ja, aber soll das so bleiben? Du bist mal gerade erst 21. Hast du nie die Sehnsucht, auch irgendwann wieder eine Freundin zu finden oder eine Familie zu gründen? Ja, das wird wohl so sein. Das, in ein paar Jahren wird es auch vorbei sein. Bloß ich denke mal so, jetzt, wo ich jung bin und das Auto noch fahren kann. Mhm. Wenn du dann noch lebst. Wenn ich dann noch lebe. Mhm. Also so, und das will ich nicht, dass du das so leichtfertig dahin sagst, Mensch. Ich sag's nochmal, dass ich nicht kapiere, wo du sowas Schlimmes erlebt hast in deinem Leben. Da habe ich ziemlich drunter gelitten. Ja. Aber dass dir das nicht eine Lehre ist, dieser Schock, der da passiert ist in deinem Leben. Und dass du dein eigenes Leben auch in dieser gewissen Weise riskierst und vor allen Dingen auch andere Leben, wenn du das da so machst in der Szenerie. Also ich gebe nur Gas bei den Beschleunigungsrennen. Ja gut, aber wir müssen jetzt nicht im Kreis reden. Es ist im Prinzip... Kannst du es in der Pfeife rauchen, diese ganze Aktion? Ja. Ich finde es nicht in Ordnung. Also noch schlimmer wäre gewesen, wenn das auf irgendwelchen Bahnenstraßen... Ja, also da wollen wir gar nicht... Ja, natürlich. Das ist aber völlig indiskutabel. Ja. Also Marc, ich habe dir meine Sichtweise gesagt. Bei allem Verständnis, wirklich unterstreiche ich nochmal für den Spaß, den man so im Auto haben kann. Aber irgendwo muss man sich auch Grenzen setzen. Und irgendwo muss man auch zu sich sagen, nee, stopp, Schluss, aus, jetzt hier mache ich nicht weiter. Ich danke für deinen Anruf. Und hoffe, dass alles gut geht. Und hoffe, dass du vielleicht auch ein bisschen wieder dich mehr auf Menschen konzentrierst und nicht nur aufs Auto. Wünsche ich dir. Okay. Alles Gute. Schön. Jetzt bin ich mit der ersten Frau verbunden. Das freut mich. Nämlich mit Maria. Und Maria ist 61 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Maria. Ich bin völlig entsetzt über meinen Vorredner Marc. Und habe überhaupt kein Verständnis dafür, wie er sowas noch gutheißen kann nach zwei Menschenleben, die, also ich bin jetzt ganz aufgeregt und auch erschüttert über die Argumentation und da kann ich mir nur an den Kopf langen. Ich glaube, dass er gar nicht richtig drüber nachdenkt. Nein, das ist also... Mhm. Das ging dir gerade sehr zu Herzen. Ja, sehr. Nämlich ich fuhr leidenschaftlich gerne Auto. Ich bin unter Brüdern groß geworden und als junges Mädchen habe ich gesagt, einmal im Leben möchte ich mal BMW fahren. Ja. Und ich bin bisher immer unfallfrei gefahren. Dann erlebte ich am 15.11.99 einen schwersten Verkehrsunfall auf der Autobahn. Ich fuhr auf der Überholspur hinter mir ein Raser Drängler und wollte... auf die rechte Spur einscheren und plötzlich fuhr ich einem hinten auf. Mhm. Ja, das war auch ein BMW-Fahrer, der muss an mir vorbeigezogen sein und hat sich direkt auf die Überholspur vor mich gesetzt und ich rauschte ihm trotz Vollbremsung hinten drauf. Mhm. Es schossen sofort Flammen aus dem Kofferraum und dann gab es ein Flammeninferno und dieser Mann, obwohl die Frontscheibe geborsten war, konnte er nicht raus. Du hast das gesehen alles. Ja, und das. Du hast gesehen. Der Mann verbrannte auch vor meinen Augen. Mhm. Und meine Tante, die neben mir saß, hatte Genickbruch, Oberschenkel, Halsbruch, Lungenquetschungen, Rippenbrüche und verstarb eine Woche später. Sie wurde abends noch operiert an der Halswirbelsäule und all die Bilder, die haben sich so in meinen Kopf gebrannt. Und das ist ja auch gar noch nicht so lange her. Nein, ich möchte dir für deine Sendung danken, seitdem ich nachts kaum noch schlafe oder Hochstrecke vor Albträumen, bin ich auf deine Sendung aufmerksam geworden. Sag mal, Maria, dir ist aber nichts passiert bei dem Unfall. Ich bin schon 3 Jahre, nehme ich 5 Termine in der Woche wahr. Meine Wirbelsäule blockiert immer wieder und dann noch
furchtbaren Ärger mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung. Mhm. Das ist noch nicht geregelt kommt. Und man versucht mich zum Vergleich zu zwingen. Und es ist sehr angstmachend auch. Mhm. Und das kommt zu dem ganzen Leid, was man erfährt bei seinem Unfall ja auch noch hinzu, diesen ganzen juristischen Kram, ne? Dass man das ja auch noch bewältigen muss. Also wenn man so etwas erlebt hat, glaube ich, ist einem alles vergangen an Freude und Faszination Auto, ne? Alles. Ja, alles. Alles. Bist du noch mal Auto gefahren danach? Ja, sonst hätte ich noch nicht mal ans Krankenbett meiner Tante kommen können. Sie wurde ja weggeflogen und ich war wohl kurz im Krankenhaus, aber ich musste dann nachher die Beerdigung und all die Dinge organisieren und ich fahre jede Woche, also mit Ausnahme von Urlaubszeiten, einmal nach Nordhorn, einmal nach Osnabrück und drei Termine in Iburg. Alles Folgen des Unfalls. Hast du nicht damals am Anfang, als du das erste Mal wieder im Auto saßt und eigentlich bis heute große, große Angst auf der Autobahn oder überhaupt im Auto? Ich möchte, wenn ich könnte, würde ich lieber heute mein Auto verkaufen als morgen. Aber du bist darauf angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, sonst käme ich noch nicht mal zu den Ärzten meiner Wahl. Weißt du, Maria, ich habe gerade am Anfang gesagt, dass ich auch eigentlich so ein Autonah bin und mich für Autos interessiere. Ich eigentlich auch gerne schnell Auto fahre. Aber ich bin aufgrund dessen, ich glaube, ich habe es auch schon mal hier in der Sendung gesagt, aufgrund dessen, was man auf Autobahnen in Deutschland vor allen Dingen erlebt, auf jeden Fall für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf allen deutschen Autobahnen. Ja. Und ich verstehe nicht, wie man überhaupt noch darüber diskutiert. Ich verstehe es nicht. Das große Amerika mit den großen Straßen hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und es entsteht so viel Leid und so viel Unglück durch diese verdammte Raserei. Jedes kleine Pupsauto heute fährt ja schon 180. Ja. Warum gibt es nicht da diese gesetzliche Maßnahme, dass man rigoros sagt, 130 auf allen deutschen Autobahnen? Und es würde doch auch funktionieren. Und das reicht vollkommen. Absolut. Und ich fuhr auch gerne schnell. Ich nehme mich davon nicht aus, aber ich habe, seit ich Auto fahre, keinen Unfall verursacht. Weißt du, mir ging es gerade durch und durch, als du sagtest, du hast ja auch gestockt, als du das erzählt hast. Da merkte man, wie sehr dir das noch nahe geht, dass du auch diesen Mann hast verbrennen sehen in dem Auto. Ja, 49 Jahre. Und man kann nichts machen, ne? Man steht da. Ob er Familie hinterlassen hat oder Kinder, das nimmt mich heute noch mit. Aber ich habe keine Nachforschungen gestellt, weil ich bin immer noch traumatisiert. Ja. Hast du denn danach, warst du bei einem Psychologen? Hast du psychologische Betreuung gehabt? Ach, jetzt ist die Leitung weg. Jetzt würde ich noch, bitte ich meine Regie, die Maria, doch weiterzuleiten an meine Psychologin, an die Anna. Das finde ich sehr wichtig und sehr richtig, dass die Anna mit ihr noch ein bisschen spricht. Und ich bin ganz sicher, dass die Maria damit auch einverstanden ist. So, jetzt geht es weiter mit Mike. Und Mike ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Dominan. Hier ist Mike. Hallo Mike. Wie geht's? Danke. Und selbst? Ja, es geht, den Umständen entsprechend. Wir wollen uns über Autos unterhalten. Ja, richtig. Oder über Geschichten rund ums Auto. Nö, über Auto überhaupt. Bitte. Ich bin 33 Jahre alt. Ja? Ich fahre seit 12 Jahren, also seit meinem 12. Lebensjahr, wend da ruhig. Seit meinem 12. Lebensjahr fahre ich ohne Führerschein. Du fährst seit deinem 12. Lebensjahr ohne Führerschein? Ja. Mhm. Ich wurde mit 16, hatte ich einen schweren Unfall. Mhm. Da hatte ich einen Kollege bei und zwei Freundinnen. Mhm. Da hatte ich einen Unfall nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei, muss ich dabei sagen. Da war mein erstes geklautes Auto. Da hatte ich einen Golf GTI. Mhm. Und den habe ich vom Baum gesetzt, mit 120, laut Polizeiaussage. Mhm. Alle vier Personen waren nicht angeschnallt. Mhm. Mein Beifahrer, muss ich dabei sagen, der hat auch ein bisschen dumm gespielt. Der wollte immer rausspringen aus dem Wagen, weil er so eine panische Angst hatte vor der Polizei halt und ich ihn angehalten habe. Und statt die Kupplung zu treten, weil ich wusste, da wo ich reinkomme, ist nass der Wald, habe ich die Bremse getreten. Mhm. Und der Wagen ging nur außer Kontrolle und da bin ich vom Baum geknallt. Mhm. Also buchstäblich habe ich den Wagen im Wald reingesetzt, da musste mit dem Kran rausgeholt werden. Alle vier Leute waren nicht angeschnallt. Wie waren sie verletzt?
Ja, ich habe überhaupt nichts abgekriegt. Mhm. Die beiden hinteren Frauen auch nicht. Nur mein Kollege, der ist halt durch die Scheibe gegangen. Ne? Und das heißt? Wie schwer war er verletzt? Leicht. Der hat Nasenbeinbruch gehabt, ein paar Platzwunden halt. Ne? Mhm. Der lag halt da auf dem Motorhaube. Mhm. So. Das war jetzt das erste heftige Erlebnis, was du hattest mit 16 ohne Führerschein. Ja. Jetzt bist du aber, ich sage es nochmal, 33 Jahre alt. Ja, richtig. Und du fährst seit dieser Zeit, seit deinem 12. Lebensjahr nochmal ausgesprochen, ohne Führerschein, Auto. Ohne Führerschein, ja. Und bist nie erwischt worden? Ja, sicher bin ich. Ich bin mehrmals schon erwischt worden, mehrmals jetzt. Ja, und? Dieses Jahr bin ich dreimal erwischt worden. Ja, und was gibt es da für Konsequenzen, wenn du erwischt wirst? Ja, momentan weiß ich nicht. Ich habe eine lebenslängliche Führerscheinsperre damals ausgesprochen gekriegt. Mhm. Halt, weil sie wussten, dass ich fahre. Ja. Danach bin ich abgehauen nach Spanien. Mhm. Ich war 7 Jahre in Spanien, da bin ich unfallfrei gefahren in Spanien. Ich habe nur einen Unfall gehabt mit dem Motorrad. Mhm. Fahre ich auch gerne Motorrad. Ich fahre gerne Auto und Motorrad. Warum hast du denn damals keinen Führerschein gemacht? Mit 16 durfte man noch nicht. Nee, ja. Und mit 16 habe ich dann die Konsequenz halt durchgekriegt, also im Gericht, dass ich keinen Führerschein mehr machen dürfte. Also wegen dieses Unfalls? Wegen diesem Unfall. Und wegen der Verfolgungsjagd halt. Die Polizei war hinter mir. Ja, habe ich verstanden. Und das Urteil war so hart, so klar, dass die gesagt haben, sie dürfen zeitlebens keinen Führerschein machen. Richtig, richtig. Und da hast du gesagt, Pustekuchen und ich fahre dann doch Auto. Richtig. Mhm. Seitdem kaufe ich mir Autos. Fahr die. Jetzt ist das Problem, gut, die letzten beiden waren nicht angemeldet. Da hatte ich einen Panda, der war angemeldet. Komischerweise, ich fahre den ersten Tag, werde direkt kommen in die Kontrolle rein, musste ich Wagen abstellen, Anzeige. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ne? Aber das heißt doch dann, ich unterbreche dich jetzt mal, wenn du immer wieder erwischt worden bist, dass du eine riesen Anzahl an Anzeigen an der Backe hast. Ja, auf jeden Fall. Was heißt denn dann Anzeigen? Was resultiert denn daraus? Zu was wirst du denn verurteilt? Ja, ich weiß noch nicht. Das kommt noch zum Termin. Ja gut, aber es ist doch in den letzten Jahren schon öfter passiert. Und da gab es doch die Termine schon. Was ist denn dabei rumgekommen? Ja, ich habe mal Bewährung gekriegt, mal Knast gekriegt. Ne? Mhm. Ja, und trotzdem, ich weiß nicht, warum, Dominant. Ich fahre so gerne Auto. Ich weiß nicht, warum, was da dran ist, aber es zieht mich förmlich an. Ich habe jetzt schon wieder einen. Aber die Polizei hat mir jetzt diese Woche... die Nummernschilder abgemacht. Also, ne? Ich bin ganz entsetzt über das, was du erzählst, muss ich dir sagen. Glaube ich dir. Das ist auch nicht diskutabel, da diskutiert man auch gar nicht drüber. Du hast keinen Führerschein, Punkt aus, dann fährst du auch kein Auto. Ja, das sagst du so. Ja, einfach, das sage ich so einfach, ja, genau. Ja, genau so sage ich das. Jetzt überleg doch mal. Wir leben nun mal in einem Staat mit Gesetzen und da muss man sich dran halten und da kann nicht jeder so nach seiner Nase sich entscheiden, ich mache das und ich mache das. Das ist nun mal so. Da muss aber man, das ist wie eine Sucht, ist halt doch mehr. Weißt du, dann wünsche ich dir wirklich, dass du bald hinter Gitter kommst. Ja, das ist aber nicht schön, was du da sagst. Ja, aber es ist auch nicht schön, was du da machst. Ich weiß, dass es nicht schön ist. Dominant, dann sollen sie mir einen Führerschein machen. Ich heiß Domian, nicht Dominant. Ja, ich heiß Domian. Dominant. Domian. Dann sollen sie mir noch einen Führerschein machen lassen. Nein, du sollst einfach nicht mehr Auto fahren. Du sollst die Finger vom Auto weglassen, Mensch. Du hättest fast damals als 16-Jähriger schon vier Menschen umbringen können. Das stimmt, da gebe ich ehrlich zu. So, dafür stehe ich auch gerade. So, ich habe mich selber gemeldet. Ja, und eigentlich solltest du froh sein, dass das damals so glimpflich abgegangen ist. Du kannst mir nicht erzählen, ich kann nicht die Finger vom Auto lassen. Du lieber Gott nochmal. Ich kann es schon bald nicht mehr hören. Alle Leute kommen mir mit ihren Süchten an. Der eine süchtig, der andere süchtig, der andere. Ja, verdammt nochmal, da sagt man nein und macht's nicht mehr. Punkt. Das stimmt schon, was du da sagst. Das ist schon richtig, was du sagst. Ne? Ich habe auch keine Sympathie dafür. Muss ich dir sagen. Glaube ich dir. Hundertprozentig. Ich kenne deine Einstellung. Ja. Ich wusste auch, dass ich von dir einen über den Sack kriege. Ja. Wusste ich auch. Ja. Ehrlich, ganz ehrlich, ja. Nur ist das so, jetzt habe ich nach langem den Wagen, den ich jetzt habe, den habe ich jetzt in eine Zeitung setzen lassen zum Verkaufen. Und? Weil ich habe gesagt, gut, dann setzen wir einen Strich drunter und fahren nicht. Aha, ja, das ist doch ein Anfang jetzt. Ja, ist ein Anfang, Dominant, aber ich hoffe, dass ich jetzt auch durchhalte. Immerhin, ist es ein Anfang. Ist ein Anfang. Wie viel Mal hast du denn da schon versucht, dich so auf die normale Bahn wiederzukriegen? Ganz ehrlich? Ja. Erste Mal. Das erste Mal? Ja.
ganz ehrlich, weil ich war so immer hinter Autos her. Ja, umso besser. Wenn ihr es gesagt hättet, ich habe es schon viermal und fünfmal versucht, das ist immer fehlgeschlagen. Das erste Mal, ja. Dass ich das wirklich, muss ich dabei sagen, wegen meiner Freundin, die ich jetzt habe auch. Mhm. Die ist auch nicht mit einverstanden. Wollte ich gerade fragen, was sagt die Freundin? Die hat wahrscheinlich auch keinen Bock drauf auf so ein Theater. Die hat absolut keinen Bock darauf. Ja. Die sagt, der Wagen bleibt stehen. Ja. Ne? Ich sage, ich fahre den. Dann gibt's immer, da hat Krach gegeben, wenn ich ihn gefahren habe. Ja. Kurze Strecken halt nur zu meiner Wohnung hin, von meiner Freundin zu meiner Wohnung hin. Ja. Und dann habt ihr jetzt gesagt, der Wagen muss weg, Ende aus. Mhm. Ich sage, wie soll, da habe ich zum Verkaufen hingeschrieben erstmal. Ne? Gut, jetzt wollen wir hoffen, dass das Ding wegkommt. Ja, hoffen wir. Wird schon wegkommen. Ja. So, jetzt die zweite Hoffnung ist, dass du deinen Vorsatz durchziehen kannst. Ich hoffe, wenn du ein ganzer Kerl bist, schaffst du das. Wenn du ein Waschlappen bist, schaffst du es nicht. Also ein Waschlappen bin ich schon mal nicht, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Dann wollen wir mal gucken, ob du es durchziehst. Ja, ich hoffe. Jetzt wollen wir die Termine abwarten, was ich kriege, ne? Ja. Gut. Was meinst du denn? Soll ich abgehen oder darf ich nochmal in Freiheit bleiben? Also nach dem, was du angerichtet hast, würde ich sagen Knast. Knast? Ja. Boah, du bist knallhart, ehrlich, muss ich dir sagen, du bist da knallhart. Und weißt du, ich würde gerne in einem halben Jahr nochmal mit dir reden. Du, ich versuche schon seit langem dich zu hören. Ja, und dann fände ich interessant, wenn du erzählst, wie es weitergegangen ist. Ja, ich werde dich, sobald ich den Termin hinter mir habe. Das ist ein Wort, rufst du mich an. Werde ich dich anrufen. Gut, und so verbleiben wir mal. So verbleiben, verbleiben wir. Alles Gute, Mike. Okay, alles Gute. Tschüss. Ciao. 0800, die Telefonnummer nochmal, das muss ich ja immer, wenn ihr jetzt im Fernsehen sagt, warum sagt ihr immer die Telefonnummer, die steht doch dick und breit hier vor unserer Nase, das Radio ist ja auch hier, 1Live ist hier und ich sage die Telefonnummer ab und zu für die Radiozuhörer, nämlich 0800 5678 111 und unser Thema heute Nacht heißt Autos oder Auto, Geschichten rund ums Automobil. Andreas, 29 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Andreas. Hallo. Ich wollte ein bisschen was über das Auto erzählen. Und bitte. Zwar, wie mir das in der Vergangenheit zum Verhängnis mehr oder weniger geworden ist. Und mein Vorgänger, der hat ja schon irgendwie da schon fast danach geschrien, in den Knast zu kommen. Und ich befinde mich deswegen halt im Knast zurzeit. Im Moment? Im Moment, ja klar. Ah ja. Was im genau? Offenen Vollzug, nicht im geschlossenen, im offenen Vollzug. Ja. Das ist ein bisschen einfacher. Was ist passiert? Ja, ich habe in der Vergangenheit habe ich also in Verbindung mit anderen Straftaten habe ich also Autos geknackt, um halt meine Dinger da machen zu können. Mhm. Und das ist mir dann halt so zum Verhängnis geworden. Wie viele Autos hast du geknackt? Na, insgesamt vielleicht 20. Ich weiß nicht, man hat irgendwann aufgehört zu zählen, weil das ging von eins ins andere über und Also Autos knacken heißt, du hast die verscherbelt irgendwo. Nee, verscherbelt eigentlich gar nicht. Wir haben die mehr so, also früher, da, wo wir so 15, 16 gewesen sind, da haben wir uns die halt geknackt, um damit zu fahren. Mhm. Und dann haben wir halt den Sprit leer gefahren und dann an einer Stelle abgestellt. Das nächste dann haben wir dann aufgebrochen und sind damit dann weitergefahren. Ja. Und irgendwann ist das dann in Verbindung mit anderen Straftaten dann weiter passiert, ne? Ja. Und dass wir da irgendwie eingebrochen sind in irgendwelchen Objekten oder so. Ja. Ja, und irgendwann wurden wir da halt erwischt. Ja. Und jeder hat so seine Strafe bekommen dafür. Und der eine sitzt halt länger, der andere sitzt weniger, ich sitze ein bisschen länger für die ganzen Sachen. Wie lange sitzt du? Musst du insgesamt sitzen? Ich musste jetzt insgesamt 3 Jahre dafür sitzen. 3 Jahre, das heißt? Ja, aber diese Geschichten, die sind davon früher noch alle, aber die sind mir alle ziemlich hinterhergehängt eine Zeit lang. Ja, und du bist jetzt auch zum ersten Mal im Knast? Das war früher? Nicht zum ersten Mal, zum dritten Mal leider. Zum dritten Mal, ja, von den 3 Jahren, wie viel hast du da schon rum? Ich habe jetzt insgesamt habe ich 34 Monate um. Also ich werde jetzt in 2 Monaten werde ich entlassen. Ach so. Hast du einen Führerschein? Ich habe, das ist das Positive an meiner ganzen Geschichte. Irgendwie so, es gibt ja auch irgendwie ein Happy End und auch bei mir. Und ich habe also begonnen, meinen Führerschein zu machen. Und die von der Führerscheinstelle haben zu mir gesagt, dass es da irgendwie ein Gesetz gibt, dass jeder, der vorbestraft ist, also ich mit Drogen, Alkohol habe ich nichts zu tun, dass jeder, der vorbestraft ist, irgendwie eine MPU machen muss. MPU, diesen Idiotentest halt. So sagt man es ja. Mhm. Ganz genau. Mhm. Und jetzt habe ich mich da vorgestellt bei der MPU. Die musste ich jetzt im Januar machen. Am 7. Januar hatte ich da Termin. Und ich hatte letzte Woche, habe ich dann das Gutachten bekommen. Und das ist dann relativ positiv für mich ausgefallen. Das heißt, das wusste ich gar nicht. Man kann also, während man im Knast sitzt, kann man einen Führerschein machen. Ja klar, ich bin da im offenen Vollzug. Die Möglichkeit habe ich ja. Das kann man machen. Mhm. Ja, wenn die finanziellen Mittel halt da sind. Ich habe mir das dann also während der ganzen Zeit, ich habe also ein bisschen den Schlag dabei gekriegt und mir einfach gesagt, jetzt musst du mal ein bisschen zugange kommen und mit deinem Leben mal zurechtkommen. Mhm. Also ich habe mir das vom Munde abgespart, man verdient halt nicht so viel im Knast. Ja. Und irgendwann war es dann soweit, wo ich dann sagen konnte, ja, ich kann mir das leisten mit dem Führerschein. Ja. Und da habe ich mich hier in der Fahrschule, in der örtlichen Fahrschule angemeldet und habe dann halt die Fahrschule besucht. Wie geht das denn dann? Ist dann immer ein Polizist bei dir oder jemand von
vom Knast, der mit hinten im Auto sitzt bei der Fahrschule, oder bist du alleine mit dem Fahrlehrer im Auto? Nein, ich bin da ganz alleine. Bist ganz alleine, also das da geht alleine. Dann. Ja, ja klar, ich bin ja Freigänger und ich kann mich also so, ich bekomme dafür meine Ausgänge und so weiter und ich kann mich dann halt frei bewegen draußen. Ja. Also, du hast es angerufen zu unserem Thema Autos, weil Autos letztendlich unter anderem dich in den Knast gebracht haben. Ganz genau, ja klar. Diese Knackerei, von der du gerade erzählt hast, waren das Autos kreuz und quer oder waren das bestimmte Marken, wo du sagtest, oder wo du damals der Auffassung warst, das interessiert mich am meisten und da kann man am besten, kommt man am besten rein. Ja, es ging weniger um das Interesse, um das Auto selber, einfach nur ums Fahren ging es. Mhm. Und da war eigentlich ganz egal, was es für eine Marke war. Aber hauptsächlich haben wir da, damit es halt schnell geht, und dann halt früher immer diese Volkswagen halt genommen. Ne? Das, das ging halt rucki zucki, manchmal schneller als hier mit dem Schlüssel. Mhm. Und dann irgendwann hat man den Dreh raus und dann ging da halt alles ziemlich einfach. Das heißt, du kannst Auto fahren im Prinzip? Das ist jetzt eine reine Formsache noch Das ist eigentlich eine reine Formsache, ja. So, wenn du jetzt rauskommst, du kommst bald raus, was sind deine Pläne, was willst du machen? Ja, meine Pläne sind, ich habe seit einem Jahr eine Freundin, eine ganz feste, die steht auch zu mir, die gibt mir auch Chancen ohne Ende und das passt irgendwie alles. Ja. Und wir ziehen jetzt am 1. März ziehen wir gemeinsam in eine Wohnung ein. Ja. Und dafür bekomme ich dann auch dementsprechend Urlaub, dass ich da den Umzug da mitmachen kann. Ja. Und ich habe einen Arbeitsplatz bekommen, der Mann, der hat mir auch ziemliche Chancen eingeräumt. Also ich habe diesen Arbeitsplatz, also der hält mir diesen Arbeitsplatz frei seit fast einem halben Jahr. Dafür brauchst du aber nicht den Führerschein für den Arbeitsplatz. Doch, das ist und ja klar, dafür brauche ich den auch. Und er hat gesagt, ja, versuch den Führerschein zu machen, dann kriegst du, also er hat mir diesen Arbeitsvertrag gegeben, auf jeden Fall. Und er hat gesagt, versuch den Führerschein zu machen und dann klappt das auf jeden Fall mit unserer Arbeit, ja. Na bestens. Ja. Dann wünsche ich Nee, alles klar. Dann wünsche ich dir einen guten Start. Ja. Wünsche dir auch einen ordentlichen Umgang mit dem Auto. Dass auf jeden Fall. Dass du kein Raser wirst, wenn du jetzt auch offiziell Auto fahren darfst. Nee, mit Sicherheit nicht. Ich werde das hüten, wie mein Augapfel. Ja, sehr gut. Alles Gute für dich und deine Freundin. Alles klar. Tschüss, Andreas. Jo, tschüss. Tschüss. Die zweite Frau heute. Tanja, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Tanja. Ja, ich wollte mal ein bisschen erzählen über meinen Wahnsinn zu amerikanischen Autos. Dein Wahnsinn? Ja, also so kann man das in etwa ausdrücken. Also so ein richtiges Wort dafür gibt's eigentlich gar nicht. Ja, erzähl mal. Also ich seit 6 Jahren ungefähr stehe ich jetzt auf amerikanische Autos und ich glaube, das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Was denn genau für amerikanische Autos? Oh, da ist die Bandbreite groß. Also aktuelle Autos oder so diese alten fetten Schlitten, diese richtigen Straßenschiffe? Ja, genau. Also je länger, desto besser. Also es zieht sich so von den 50ern bis Ende 70er. Von 50er bis Ende 70er, ja. Ja, so in etwa. Ja. Also das hängt dann auch mit Ami-Treffen zusammen und dann gibt's so eine Zeitung, die jeden Monat rauskommt. Ja. Hast du denn auch so ein Auto? Nee, ich habe noch nicht mal einen Führerschein. Du hast nicht mal einen Führerschein? Aber am Mittwoch, nächste Woche, habe ich meine praktische Führerscheinprüfung. Wow. Ja. Aber das ist ja nur völlig verrückt. Ja, das ist, weißt du Bescheid. Ja, völlig verrückt, dass du eine Autonarrin bist oder wirst, ohne überhaupt das Gefühl schon mal erlebt zu haben mit dem Auto oder gar mit so einem Auto gefahren zu sein. Ja, das Geräusch vom V8-Motor, das reicht schon. Das reicht schon, also das ist Was macht das Geräusch von dem V8-Motor mit dir? Der, weiß ich nicht, ich glaube, das ist die gesündeste Droge, die es gibt. Also die macht einen richtig high. Das kann auch gar keiner nachvollziehen, im Freundeskreis sowieso nicht, weil ich... Schöner als Sex? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, aber fast gleichrangig. Ja, also... Es kommt so in die Nähe zumindest. Ja, ich denke schon. Wie kam überhaupt die Idee zustande bei dir? Wie kam es dazu, dass du dich dafür interessierst? Also das fing an, irgendwann fing ich an, mich für Amerika zu interessieren. Ja. Hab Bücher gelesen, bla 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 und ausschlaggebend war eigentlich vor 3 Jahren, dass ich meinen damaligen Freund kennengelernt habe und der mir dann ganz locker flockig erzählte, dass sein Papa halt ein 55er Chevy Pickup in der Garage stehen hat. Und ich habe ihm halt nur einen Vogel gezeigt, habe gesagt, hier, du spinnst doch, ne? Sagt er, nee, den gucken wir uns an, bla bla, und ich kaufe mir auch bald einen. Ja. Ich sag, ja, sicher. Na, man geht gar nicht davon aus, dass jemand mit, damals war er 23, sich so ein Auto leisten kann. Ich meine, das schluckt ja enorm. Ja, genau. Wir wollen gar nicht drüber reden. Das ist schon unmoralisch. Ja, aber ich denke, wenn man sich so ein Auto anschafft, dann nimmt man das auch in Kauf. Ja, das ist so. Das glaube ich auch. Ja. Also ich glaube nicht, dass man in der Lage ist, dieses Ding nur sonntags aus der Garage zu holen. Und dieses Auto war der ausschlaggebende Punkt bei dir, dass du entzündet wurdest. Da stand ich in dieser Scheune, war völlig sprachlos und wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Und wie war es dann, als du endlich drin saßt und ihr gefahren seid? Der fährt bis heute noch nicht. Ach so. Ja, das ist so ein Jahrzehntprojekt, habe ich das Gefühl. Nee, aber mein Ex-Freund kaufte sich dann einen und es war Hammer. Es war Hammer. Die Hölle, ja.
Ja, und jetzt ist es halt so weit, die Zeitung dazu, die jeden Monat rauskommt, ist abonniert worden. Ja. Kommt zu mir nach Hause und ich mache jedes Mal einen Freudentanz. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, du machst den Führerschein nächste Woche. Ja. Dass du schon 1000 Pläne hast, wenn du einen Führerschein hast und auch schon gespart hast auf ein solches Auto? Och, nö, nö. Nee, das nicht. Also die Pläne, die sind in ganz weite Ferne. Also ich habe 2 Kinder, ja. Das dauert alles noch ein bisschen, aber ich habe die Zusage bekommen, dass ich den Wagen von meinem Ex-Freund fahren darf. Ah ja, das ist ja immer ein Anfang. Sofern er daneben sitzt. Also ich meine, ich denke, da gibt es auch gar keine Probleme. Ja. Das reicht auch schon für einen Anfang. Das reicht für einen Anfang, ja. Wichtig ist, dass ich auf meine Ami-Treffen fahren kann und Bilder mache. Und wenn du, nehmen wir mal an, es wäre genug Kohle da, ja. Und du könntest dir ein Auto kaufen. Ja. Was würdest du kaufen? Ich würde mir einen 59er Cadillac Cabrio in Rot kaufen. Wow! So, das ist sehr scharf, ja. 6 Meter noch was lang und einparken unmöglich. Und dann ganz gediegen so durch die Städte cruisen mit dem Auto. Ne? Einen schönen locker. Sommerabend und coole Musik dabei haben. Sicher, ich brauche das nicht schnell, ich brauche das mit Stil. Ja, das finde ich auch eigentlich das Tolle an diesen fetten Autos. Mit denen sollte man gar nicht schnell fahren. Sondern nee, man sollte so sonst wird man ja auch nicht gesehen. Also das ist ja auch so ein Faktor. Durch die Landschaft gleiten, ja. Ja, das ist also... Ach, da könnte ich Stunden drüber. Mann, Tanja, können wir jetzt nicht mehr, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Aber ich freue mich, dass du noch dran gekommen bist und dass wir noch ein bisschen haben reden können. Also, alles Gute für die Führerscheinprüfung und auf dass du irgendwann dein Traumauto kaufen kannst. Das wird schon noch. Tschüss, Tanja. Herzlichen Dank. Jo, tschüss. In der Technik, Anne Buchholz, morgen mit einer freien Themensendung wieder hier 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen.